Ich möchte einmal mal eine sehr berührende Geschichte erzählen. Am Freitag war ja Weltfriedenstag. Es gab eine Demonstration auf dem Breitscheidplatz zum Thema Save Idlib Now, No War Against Idlib. Die friedliche Revolution in Syrien fing mit Kindern an. Diese Kinder demonstrierten weiter. Als sie merkten, dass sie zusammengeprügelt werden und nur Gewalt ernten, haben sie einen Stopp gemacht und haben angefangen, weiße Rosen und Wasserflaschen an die Militär zu verteilen. Ich habe sie gefragt, also Freunde von mir gefragt, ob es in Ordnung wäre, wenn ich als Deutsche weiße Rosen und Wasserflaschen an unsere Polizisten verteile. Es war für sie in Ordnung, sie waren sogar sehr gerührt. Ich habe das am Breitscheidplatz gemacht, eine weiße Rose, eine Wasserflasche für einen Polizisten. Er hat sie natürlich, ich hatte den Wunsch an ihn, dass er diese weiße Rose und die Wasserflasche einer Syrerin oder einem Syrer gibt. Das verneinte er sehr freundlich, er wäre im Dienst, er würde sich nicht, dürfe sich nicht instrumentalisieren lassen, als Mensch würde er es tun. Ich fragte ihn dann, ob er nicht kurz Mensch sein könnte, seine Uniform ausziehen und die Rose und die Wasserflasche übergeben. Nein, das ging auch nicht. Er sagte mir dann, weil er wohl merkte, dass ich ziemlich traurig bin und auch nicht weiter weiß, dann sagte er, aber wir können es so machen. Sie können die Wasserflasche und die Rose einer Syrerin oder einem Syrer geben und in meinem Namen ihnen sagen, dass ich mit ihnen stehe. Das habe ich dann gemacht. Es kam ein junger Mann auf mich zu. Ich gab ihm die weiße Rose und die Wasserflasche. Er fing dann an zu weinen. Es war ein Jugendlicher aus Daraa, der den Weg hierher geschafft hat. Das Gleiche habe ich nochmal mit einer Syrerin gemacht. Auch sie kam aus Daraa. Wir haben danach, es gibt einen bestimmten Tanz, den die Jugendlichen getanzt haben. Und den haben wir dann auf dem Breitscheidplatz getanzt. Und ich habe mir vorgenommen, diese weiße Rose und die Wasserflasche weiterhin mit mir rumzutragen. Weil die weiße Rose hat auch in Deutschland eine Geschichte. Es gab die studentische Bewegung, die versuchte, gegen Hitler etwas zu unternehmen, Demonstrationen machte und dann aber inhaftiert und umgebracht wurden. So möchte ich das gerne verknüpfen. Auch wenn mit die Polizisten die Flaschen nicht abnehmen, aber vielleicht, es soll ein Signal sein. Wir stehen mit euch.